normaler Auspuff. Hier die Krawallschnorcheln. Jo, Freunde, willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video ist nicht unbedingt so fröhlich und ist auch kein richtiges Erklärvideo, aber ihr könnt auf jeden Fall was lernen. Und zwar, es geht darum, der Motor vom Pocketbike ist kaputt. Und ich gebe jetzt gerade meinem Kollegen das Handy, damit er das filmen kann, wie sich das jetzt anhört. Der Motor läuft noch, aber fahren kann man damit nicht mehr. Ich zeige es euch einfach mal. Ja, also ihr habt's gehört. Ich schätze auf einen Lagerschaden oder irgend sowas in der Art. Und ich würde sagen, wir bauen den Motor jetzt aus und gucken wir gemeinsam, was hier das Problem ist. Ich melde mich nochmal zurück. Das Ganze hatte ich jetzt nochmal ein bisschen anders, ist nochmal ein bisschen ganz anders abgelaufen. Ich hatte eigentlich vor, dann diesen Motor hier, den ich jetzt hier schon abgedichtet habe und so, hatte ich vor einzubauen, eben so dann die ganzen Teile von dem hier auf den hier überspielen, die eben hier noch fehlen. Das Ganze war jetzt aber gar nicht nötig, da dieser Motor wieder läuft. Wisst ihr, woran es lag? Alle vier Zylinderschrauben haben sich einfach rausgedreht. Die haben sich einfach rausgedreht. Ich weiß nicht, warum es deswegen viel lauter war. Das kann ich noch nicht ganz erklären, aber es läuft jetzt halt wieder. Und haben wir Glück. Brauchen wir keine neuen Teile. Ist halt ein ganz schöner Fake-Lagerschaden. Ne? Hört sich sehr so danach an, aber naja. Haben wir Glück gehabt.